Der Euro ist im Verhältnis zum Dollar auf den tiefsten Stand seit rund 20 Jahren gefallen. Und die Gründe für diese neuerliche Euro-Schwäche wollen wir uns heute mal en Detail ansehen. Wenn man sich die Fundamentaldaten ansieht, dann wirkt diese Euro-Schwäche auch eigentlich eher seltsam. Laut den Kaufkraftparitäten müsste man für einen Euro eigentlich 1,4 Dollar bekommen und nicht nur einen Dollar, wie das aktuell der Fall ist. Doch dazu später mehr. Es gibt im Moment nämlich tatsächlich einen fundamentalen Grund, warum der Euro abwertet. Die Importe in die Europäische Währungsunion sind innerhalb des letzten Jahres nämlich regelrecht explodiert. Grund dafür sind in erster Linie die stark gestiegenen Energiepreise infolge der Wirtschaftserholung nach dem Corona-Schock und infolge der westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Wenn die EWU mehr Güter importiert, dann müssen mehr Euros in andere Währungen eingetauscht werden und der Eurokurs sinkt. Die Leistungsbilanz der Eurozone ist im März 2022 sogar ins Minus gerutscht und die Zahlen zur enger gefassten Handelsbilanz deuten an, dass sich das sogar noch verschärfen dürfte. Die Euroländer setzen seit der Eurokrise auf eine schwache Lohnpolitik, um wettbewerbsfähiger gegenüber dem Rest der Welt zu werden. Dies führte zu den enormen Leistungsbilanzüberschüssen, die wir in den letzten Jahren beobachten konnten. Und dieses merkantilistische Wirtschaftsmodell könnte durch die stark gestiegenen Energiepreise jetzt bedroht sein. Von dieser Warte wird also tatsächlich fundamentaler Druck auf den Eurokurs ausgelöst. Aber das erklärt trotzdem noch nicht, wieso der Euro im Verhältnis zum Dollar so stark von seiner Kaufkraftparität abweicht. Denn auch wenn die Energiepreise jetzt vorübergehend steigen, ist keine dauerhaft höhere Inflation in der Eurozone zu erwarten. Also erklärt das diese riesige Abweichung wohl eher nicht. Also muss es eine andere Erklärung dafür geben. Und diese ist in den Zinsdifferenzen zwischen der Eurozone und den USA zu suchen. Die EZB hat einen Leitzins von 0% festgelegt. In den USA beträgt der Leitzins aber zwischen 1,5 und 1,75%. Und Währungsspekulanten nutzen genau das aus. Sie leihen sich zu niedrigen Zinsen Euros und legen diese im höher verzinsten Dollarraum an. Dieses Vorgehen nennt sich Carry Trading. Dieses Phänomen erklärt sehr gut, wie es sein kann, dass manche Währungen, wie aktuell der Dollar, über Jahre hinweg überbewertet sein können und andere Währungen, wie der Euro, der Yen oder der Schweizer Franken, jahrelang unterbewertet sind. Haben wir es hier also mit einem Devisencasino zu tun, wie beispielsweise Thomas Fricke im Spiegel schreibt, in dem einfach irrationale Spekulationen für Verzerrungen an den Währungsmärkten sorgen? Nun, eher nein. Die Währungsspekulanten agieren nämlich sehr rational. Denn wenn sie sich billig Euros leihen können und diese höher verzinst anlegen, dann machen sie Profit. Und auch die US-Notenbank agiert genau so, wie sie es soll. Die Inflation in den USA liegt deutlich über 2%. Also zieht die Fed die Zinsen hoch, um ungeachtet der Kollateralschäden die Inflation wieder runterzubringen. Es handelt sich hier also keineswegs um irrationale Spekulationen oder inkompetente Notenbanker. Alle agieren genau so, wie sie es tun sollten. Das System funktioniert so, wie es funktionieren soll. Wir haben es hier also keineswegs mit einem Devisencasino zu tun. Nein, in Wirklichkeit ist es viel schlimmer. Das hier ist eine Umverteilungsmaschinerie zugunsten der Carry-Trader an der Wall Street. Und das ist gar nicht das größte Problem. Die Carry Trader sorgen durch ihre höhere Nachfrage nach Dollar, nämlich dadurch, dass der Dollar aufwertet, obwohl er angesichts der höheren Inflation eigentlich abwerten müsste. Und genau so ist es zu erklären, dass der Dollar dauerhaft stärker ist, als die Kaufkraftparität es eigentlich geboten hätte. Der Euro hingegen ist schwächer, was Produkte aus der Europäischen Währungsunion in den USA billiger macht. Das bedeutet, die Eurozone hat in der Vergangenheit von diesem Carry Trading durchaus profitiert, durch die Verzerrungen im Wechselkurs, die sich daraus ergeben haben.
Wenn der Energiepreisschock, den die Eurozone aktuell erlebt, erst einmal verdaut sein sollte, beispielsweise weil irgendwann die Sanktionen gegen Russland gelockert werden, dann kann die EWU ihr merkantilistisches Wirtschaftsmodell wieder aufnehmen. Durch den noch schwächeren Euro ist es jetzt noch leichter, Güter zu exportieren, weil diese noch billiger sind. Amerikanische Firmen hingegen dürften durch den viel stärkeren Dollar weltweit Wettbewerbsanteile verlieren, was der US-Wirtschaft schaden wird. Der schwache Euro ist für uns Europäer also kein Grund zur Sorge, sondern nur ein weiteres Symptom dafür, wie fehlkonstruiert unser globales Währungssystem ist und wie notwendig es wäre, vielleicht mal auf Wechselkurskoordination zu setzen. Im eben beobachteten Beispiel waren die Folgen des Carry Tradings schon gravierend, aber weder den USA noch der Eurozone droht eine Währungskrise. Also jedenfalls nicht aufgrund der Verzerrung in den Leistungsbilanzen. Aber in Entwicklungsländern kann so etwas wesentlich dramatischere Folgen haben. Wenn die Leistungsbilanz eines Entwicklungslandes nämlich dauerhaft negativ ist, dann wachsen seine Nettoschulden im Ausland und es kann irgendwann in eine Währungskrise geraten.